Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Wir wollen wieder die wöchentliche Kiste aufmachen, The Great Vault. Und ich würde sagen, wir gucken gleich mal rein, beziehungsweise vorher noch eine kleine Anmerkung. Ich war diese Woche fleißig und habe insgesamt 10 Dungeons gemacht. Ich müsste auch in der ersten Kiste einen 226er kriegen. Ich war 1-2-14er Innis und ja, habe mich dann hier einer kleinen Gruppe eingeschlossen, da haben wir noch ein bisschen mehr gemacht. Normalerweise mache ich ja immer nur 4 Innis. Dieses Mal habe ich die 10 am Ende noch durchgezogen, um jetzt so ein bisschen zu schauen, um dann quasi zusätzlichen Loot noch zu bekommen. Ja, ich hoffe, dass sich das gelohnt hat und dass wir aus einem von den 3 Items jetzt auch ein sinniges rauskriegen. Umgestellt habe ich auf Wächter und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein, was ich krieg. Bitte was Sinniges, bitte was Sinniges. Oh nein, ich hab's befürchtet. Ich hab nochmal eine Waffe drin. Ich hab die gleiche Waffe nochmal drin und jetzt auf 14. Ich hab das befürchtet. Ich dachte mir, ich krieg bestimmt ein Item, was absolut Biss ist, aber nur ein kleines Upgrade ist. Und ein anderes Item, was halt vielleicht vom Item-Level ein großes Upgrade ist, aber dann am Ende nicht Biss ist. Jetzt bin ich genau in der Situation, wie ich es dachte. Also was habe ich bekommen? Ich habe eine Hose, Mastery Tempo, die wäre prinzipiell gut, 223, ne? Ich habe aber da Legendary an, mit, also Hose kann ich quasi vergessen. Dann habe ich ein Trinket, 223, was halt, ein Absorb-Trinket wäre eigentlich gar nicht mal schlecht. Es verursacht sogar auch Schaden. Okay, dann noch 30k Absorb. 2 Minuten ab. Ist ein gutes Trinket, muss ich sagen. Sowohl defensiv als auch offensiv ein bisschen was dabei, gefällt mir. Das größere Upgrade wäre das Trinket. Aber ich habe jetzt halt die Waffe, die ich jetzt schon habe. Plus 3 Item-Level höher. Aber Waffe. Und das sind halt gute Stats. Versa Mastery ist halt gute Stats tatsächlich. Also die Waffe ist gut. Ich weiß gar nicht, ob es sogar eine. Ich müsste mal gucken. Ich schaue jetzt mal, ob es eine bessere geben würde. Warte mal, was kann ich denn hier einstellen? Ich kann ja sagen, ich will nur Plätze, Fingerschmuck, kann man hier keine Waffen einstellen? Bin ich jetzt gerade ein bisschen beschränkt? Hände, sonstige Schmuckstück, Finger, Rüstung, Beine, Waffenhand, okay. Mach ich mal nur Waffenhand rein und guck, ich habe nämlich noch nie geguckt. Also es gäbe hier auch einen Stab mit Tempoverse, der wäre theoretisch besser, ne? Jetzt muss ich mal auch gucken, was es noch so gibt. Weil wenn ich jetzt eine absolute Bisswaffe mit Max-Item-Level gekriegt hätte, dann würde ich fast sagen, ja, ich muss die Waffe nehmen. Hier gibt es gar keine Waffe, okay. Hier gibt es, das ist Caster, das ist beides Caster, das bringt mir nichts. Gut, dass ich mich noch nicht informiert habe, wo es was gibt. Hier ist es die ich rausgezogen habe, ne? Die wäre auch schlechter. Gibt es hier für eine Waffe, das ist auch wieder eine Caster-Waffe. Tempo-Crit, okay. Das wäre meine Bisswaffe. Mehr Versa als Tempo, das wäre die Bisswaffe. Okay, also ich weiß auf jeden Fall, die Waffe, die drin ist, hat gute Stats, aber das ist definitiv nicht meine Bisswaffe. Dann werde ich wahrscheinlich doch nicht die Waffe nehmen, sondern das Trinket. Jetzt ist das einzige Problem, dass das halt ein Use-Trinket ist. Ich würde halt gerne mit einem Use und mit einem Proc-Trinket sprechen. Was, die Hose hätte ich genommen, schreiben die Leute hier im Stream wahrscheinlich. Also ihr glaubt schon auch, oder? Trinket? Ja, ich habe jetzt 2 Waffen. Ich zweimal die komplett gleiche Waffe, bloß halt einmal 223, ne? Und jetzt hier dieselbe Waffe nochmal auf 226, halt auf Max-Roll, ne? Nimm's Trinket. Ja, ich tendiere auch sehr zum Trinket. Die Waffe ist in halt 3 Item-Level-Upgrade, es ist halt nicht Biss tatsächlich. Wenn es wirklich die absolute Biss-Waffe gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich sogar die Waffe genommen. Aber das bringt mir halt auch Item-Level hoch und dann komme ich vielleicht leichter in Gruppen rein, tatsächlich. Ja, ich nehm das Trinket, dann muss ich halt schauen. Also wir nehmen das Trinket, die meisten Leute haben auch so gesprochen, wir haben jetzt einen Hallen der Sühne. Okay, haben wir bekommen, das ist ein einfacher Key. Und hier Trinket, jetzt müsste ich mein Item-Level auch... Naja gut, mein Item-Level hat sich irgendwie kaum erhöht dadurch. Machen wir es jetzt. Jetzt bin ich überlegen, hau ich das Use-Trinket raus? Dann habe ich wieder 2 Use-Trinkets, ne?
Ich habe mir extra das hier, weil das ein Proc-Ding ist, reingeholt. Haben wir das denn jetzt? Ich glaube, ich muss eh mal die ganzen Trinkets weghauen. Seht ihr, wie viele Trinkets ich hier im Inventar habe? Ach, da. Ah, schau mal, das sieht genauso aus wie das hier. Ah, ich hatte das schon. Ah, aus Mythic plus 0 hatte ich das schon. Ah, okay. Also ich habe wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, dass ich das schon hatte. Interessant. Ja gut, jetzt habe ich halt hier... Also ich könnte jetzt hier mit beiden Use Trinkets spielen. Weil das haut eigentlich auch nicht schlecht raus, ne? Ja, muss ich mal gucken. Jetzt ziehen wir das mal hier hin. Dann bastel ich mir vielleicht doch noch ein Makro dafür und dann schauen wir mal. Also, ich muss aber sagen, ich bin jetzt ganz zufrieden, ne? Die Waffe wäre auch nicht schlecht gewesen. Die Hose, wie gesagt, ein bisschen sinnlos. Aber Trinket ist eigentlich nicht verkehrt. Hier ein bisschen was Offensives, ein bisschen was Defensives dabei. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Und ja, vollkommen zufrieden. Cooler wäre es halt gewesen, wenn das 226 gewesen wäre, ne? Aber Leben ist kein Wunschkonzert. Okay, ja, das war es eigentlich mit so dem kleinen Opening. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal wieder rein. Ich werde jetzt wieder fleißig sein, ein bisschen im Plus laufen. Und dann sehen wir uns in der Woche wieder, wenn es wieder zum Great World geht. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.